Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir sind heute nochmal am Bärensee und ich würde sagen, das ist so ein hausgemachter Schuppenkarpfenspot. Also ist eher für Leute, sage ich mal, die ein bisschen Karpfen angeln wollen und auch noch kein PVA oder jegliches können. Wie ihr oben links seht, habe ich gar kein PVA drauf. Ich hatte gestern Abend die Stelle schon mal beangelt für eine halbe Stunde, war auch ganz cool. Und jetzt bin ich so, ich glaube, 45 Minuten hier. Und ja, was ich jetzt da dran habe, ist quasi auch der schwerste. Wir gucken jetzt mal, was es ist. Ob es vielleicht sogar eine Schuppenkarpfen-Trophäe ist. Könnte sein. Mal sehen. Ja, also ich habe nichts angefüttert oder dergleichen. Wir angeln hier mit Pfirsich und Kräuter Pop-Ups. Also das solltet ihr auf jeden Fall schon können. Der Spot ist jetzt hier nicht gerade unbekannt. An diesem Schillfeld. Guck mal, aber jetzt gleich mal in Ruhe. Ist auf jeden Fall ein Schuppenkarpfen. Holen wir den mal ran. Ja, Lederkarpfen. Einer war dabei. Könnten ruhig mehr sein. Ich glaube, das ist aber keine Trophäe, oder? Ach, doch, glaub schon. Okay. Also geht auch ohne Futter. Dann komm mal ran. Jo. Trophäe 22 Kilo. Okay, ist das schon mal gut. So, Bremse wieder runter. 23 Meter ist der Clip. 23 Meter. So, mal anspannen. Ja, wir stehen hier quasi. Man startet ja hier vorne. Irgendwo läuft man einfach hier rum bis E5. Bei 44,50. Wie gesagt, ist eigentlich bekannt der Spot hier an diesem Seerosenfeld und ja, 23 Meter habe ich jetzt eingestellt. Gucken wir mal rein. Pop-up Rig, wie gesagt. Ich habe 3x1er Haken groß. Könnte auch größer rangehen, aber wahrscheinlich geht die Frequenz dann schon was im Keller. Und wir haben, also ich habe 20er Pop-ups, Pfirsich und Kräuter, Pfirsich gelb als Kunstmais und würziger Pfirsich als Aromadip. Ja, wie gesagt, ohne PVA und ohne Futter. Nachts ist eigentlich schlecht. Wundert mich jetzt, dass der da gebissen hat, muss ich sagen. Ich flitsche jetzt gleich nochmal rein, wenn es morgen wird. Dürfte normalerweise wieder mehr los sein. Achso, wollen wir gucken mal im Kescher. Ab von hier, das war gestern eine halbe Stunde. Und ihr seht, Schuppis über Schuppis. Waren mal zwei weiße Amure dabei. Eben mal ein Lederkarpfen. Und wenn wir mal nach Gewicht sortieren, da waren dann zumindest auch mal 12 Kilo, 10 Kilo, 9 Kilo. Wie gesagt, man könnte ja auch größere Haken verwenden. Aber man will ja auch ein bisschen Frequenz auf jeden Fall haben. Und ja, ich melde mich gleich nochmal, wenn mal ein paar mehr Bisse hoffentlich überhaupt noch kommen. Meistens ist ja in einer Stunde hier Geschichte. Wenn nicht, dann sehen wir uns eben am Fischmarkt. So, da bin ich wieder. Ups, was kommt da an? Ach nö, eine Goldschleier. Auch nicht schlecht. Ja, vom Trophäe bis jetzt war eigentlich nichts mehr gewesen. Ich meine, darüber freue ich mich jetzt natürlich echt. Hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt auf den Pfirsich ballern. Ja. Scheint ein bisschen jetzt die Luft raus zu sein. Wie gesagt, ist auch kein Futter drin. Aber lohnt sich auf jeden Fall für Leute, die die Fortuna Carp haben und ja, die HSV rollen, aber noch kein PVA können. Aber was Karpfen angeln wollen in dem Levelbereich. Und zumindest Pop-Up-Rig schon können. Ja. Auf jeden Fall nochmal eine Goldschleie. Da habe ich ja auch tagelang drauf probiert. Aber das war ja hier hinten. Habe ich aber keine einzige bekommen. Lustigerweise. Obwohl die da eigentlich gegangen sind. Ja. Aber wenn man auch mal hier reinguckt. Für die Schuppenkarpfen am Bärensee. Die Rekorde sind ja alle auf diesen Pfirsich-Gedöns. Ne? Von Pop-Up 15 bis 25er. Also, da lässt schon hoffen, dass da vielleicht sogar auch ein blauer Schuppi drin ist. Ja. Ich sag mal, anderthalb Stunden haben wir ja geangelt. Dann gehen wir mal eben hier gucken. Ja, anderthalb Stündchen von gestern und heute. Gucken wir mal noch schnell, was bei rumgekommen ist.
So, Fischmarkt. 36 Silber. Dieses dumme Vieh, wa? Ja, 376. Nimmt man den mal raus. Ja, leider völlig normal für den Bärensee dann wieder. Ja, aber sei es drum. Ja, ist auf jeden Fall so ein Anfängerspöttchen für in dem Levelbereich. Probiert es auch mal gerne aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Petri Dank, Petri Heil, macht's gut und tschüss.